Shit! He's in front of the door! Don't waste time trying to track them! Just shoot! So, die haben keine Chance. Hoffe ich. Die werden aber sicher nicht nur von einer Seite aus angreifen. Kopfschuss. Jawohl. Komm hoch hier. Au. Au, au, au. Komm schon, spring hoch, Mann. Was macht denn? Oh, alter Schwede. Ich werd bekloppt. Wieso kann ich denn hier nicht klettern? Okay, erreiche Camp Alpha. Ein bisschen mysteriös wirkt es auf jeden Fall schon hier mit den Typis. Ich meine, man kann ja nicht einfach so irgendwelche Leute beschwören. So, wir sammeln uns hier noch ein bisschen Kram ein. Sind hier noch mehr Jäger oder wie? Ach, muss ich in einer bestimmten Zeit bei diesem Camp Alpha sein? Nö. Stand ja eigentlich nirgends, oder? Durchs Fenster darf ich auch nicht springen. Ach. Ich weiß ja nicht. So. Wir lesen jetzt mal nichts, zumal wir es bestimmt schon gelesen haben. Wo liegt hier noch ein Vieh? Ach, ein Adler hier oben. An den ich jetzt bestimmt auch gerade nicht rankomme. Oh doch. So. Und dann nehmen wir doch wieder den Gyrocopter. Und steigen in luftige Höhen. Oh, wenn es will. Der brennt schon alles. Was? Nur weil ich ein... Hallo, ich bin 2 cm zu hoch geflogen. Da kam dann nicht mal eine Warnung oder sowas. Was denn alles nochmal? Nö. Toll, aber mein Gyrocopter sitzt natürlich weg. Ach, es ist also ein Scheiß. Na egal. Mist. Irgendwas schlief hier, oder bin ich das? Wenn ja, dann klang das sehr, sehr komisch. Es scheint es zu klappen, immerhin. Ich finde es gerade sehr abrupt, das Ende. Das war ja auch nicht böse Absicht. Ah! Ich bin so tot. Oh, das klingt nach einem großen Tier. Achso, da ist ein Bär gefangen. Ist das nicht irgendwie auf?
So zum Beispiel. Wieso komme ich hier nicht hoch? Au. Au. Oh Gott. Das war ja noch nie gut in dem Spiel, aber nach so einer Pause ist es nicht gerade einfacher. Ich hoffe, der Bär ist nicht gleich ganz so aggro auf mich. Aber womöglich schon. Das geht so nicht. Da oben. Ruf der Rebellen. Mission beendet. Sabah, it's done. But whatever Amita was looking for isn't here. It doesn't matter, brother. You saved lives. I knew you had this. Jorovan's blood. A real son of Kira. Ja, so schaut's aus. Jetzt können wir uns erstmal ein bisschen umsehen und ein bisschen Gegröße zusammensammeln. Vielleicht sollte ich auch erstmal ein bisschen durchladen, dass ich gegebenenfalls mehr Munition mitnehmen kann. Oder neue Munition mitnehmen kann. Fall nicht zu tief. So, ein Heilpflänzchen. Ein Medipack. Munition, eine Kiste. Ein Tierchen. So, ein beschädigtes Fell ist natürlich etwas unschön, aber... Au. Ach, den darf ich nicht... Nee, gut, den darf ich nicht schlucken. Ach, blödes Feuer. Den darf ich jetzt wieder, okay. Ja, muss man nicht verstehen. So, hier gibt es ordentlich Munition. Ich packe mich einfach mal voll. Oh, der fängt aber auch schnell Feuer. Ach, hier ist die Kiste. So, gab es hier noch irgendwelche anderen Sammelgegenstände, die ich jetzt irgendwie übersehen habe? Oder die ich jetzt einfach nicht gedacht habe? Wo redet hier eigentlich jemand? Was war das? Ah. Pflänzchen. So, noch ein Brief. Ich glaube, den Brief können wir uns mal kurz anschauen. Die Straße vor uns. Meine Kameraden, wie ihr vielleicht gehört habt, sind die Blurs... Achso, sind die Blurs-Truppen über Banapur hergefallen, doch wir konnten sie abwehren und das Tal für uns zurückerobern. Der Blur und Pagan Min zwangen uns in diesen Krieg. Der Kampf wird nicht leicht und er wird nicht schnell vorbei sein. Doch ich beschwöre euch, meine Brüder und Schwestern des Goldenen Pfads. Die Freiheit unseres Kyrats ist die Strapazen wert, die uns der Krieg bringen wird. Mit solidarischem Gruß, Amita. Jo. Die gute Amita wird sicherlich nicht sonderlich begeistert sein, dass ich hier gegen ihren Wunsch gehandelt habe. Aber was sie uns da erzählt hat, ja, ist schon einleuchtend. Allerdings sind mir dann Menschenleben doch etwas wichtiger. Gut, es könnte natürlich sein, dass die Informationen auf lange Sicht mehr Menschenleben gerettet hätten. Aber das kann man ja nur mutmaßen. Von dem kriege ich nichts. Hier ist ein Kaufmann. Und der hat mit dem Rhino zu tun. Das war jetzt übrigens nicht mein Wunsch, das zu tun, aber Gottes Willen. Ah, oh. Die Sache ist ja, bevor der jetzt hier meinen Kaufmann umgerannt hätte, dann lieber so. Ah, tut mir wirklich leid. Weil wenn, dann hätte ich das Tier ja schon lieber etwas... ehrenvoller erlegt mit Pfeil und Bogen, wie sich das gehört, aber in der Not, das stand schon so da, hat schon mit den Füßen gescharrt. Das Risiko war mir einfach zu groß. So, wieder ein bisschen Zeugs eingesammelt.
Hier hinten gucke ich nochmal, den ich umgeballert habe. Zack. Das Problem ist, jetzt ist der Kaufmann geflüchtet. Wow. Wo ist der? Gottes Willen. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Alter Schwede. Hatte ich schon mal solche Quicktime-Events? Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Boah, jetzt bin ich echt gerade erschrocken. Scheiße, ich habe den nicht kommen sehen. Ich bin doch so schreckhaft, Mensch. Irgendwas. Oh, Schlange. Ich gehe ja schon. Schlangen müssen wir auch nicht unbedingt töten, von denen haben wir eh nichts, soweit ich weiß. Hier müsste doch eine Kiste sein. Hier? Genau hier. Hm, ist hier vielleicht eine Höhle? Das sieht tatsächlich fast so aus, als ob hier was wäre. Ich sollte unbedingt den Bogen auspacken. Hier ist tatsächlich was. Cool. Nein. Und irgendwas zischt hier doch schon wieder. Oder täusche ich mich? Oh Mann, wir haben ganz schön viel Kohle. Können wir uns eigentlich mal noch ein paar andere Waffen ansehen mal? Ah, Schlange, da ist er. Da so. Gut getarnt. Dann wollen wir sie mal da so getarnt lassen. Und schauen uns mal ein bisschen um. Nachladen, soll ich sagen. Dann mache ich das mal. Und hier liegen Knochen. Sogar menschlich anscheinend. Ja. Und ein Medipack. Bisschen Krimskrams. Besser als nichts auf jeden Fall. Greifen eigentlich die Schlangen auch die Zivilisten an? Das würde mich jetzt nochmal interessieren. Ja, offensichtlich schon. Die zischt nämlich gerade die Leute an, würde ich behaupten. So. Hier steht schon mal unten ein Auto rum. Oder hier oben? Nee. Ah, da. Ein Quad. So, dann springen wir doch mal auf und schauen uns mal das nächste Ziel an. Wir sind eigentlich gerade in der Nähe des nächsten Glockenturms, also würde ich sagen, begeben wir uns mal dahin. So, und ich wechsle dann mal zum Recurve-Bogen. Allerdings, ach so, im Moment darf ich ja nur die nehmen. Dafür ist die schon ziemlich fetzig, finde ich. Hat irgendwas. So. Das Problem ist, wir dürfen natürlich nicht zu nah ranfahren. Ein... Oh. Aber bitte greif nicht schon wieder an. Immer wenn gerade ein Kaufmann in der Nähe ist. Kommt das? Nee. Einen wunderschönen guten Tag. Oh, ich habe eine neue Waffe freigeschalten und noch eine. So, wie war das jetzt? Erstmal verkaufen und da konnte man doch... Genau, schnell verkauft. Das klingt super. Dann würde ich sagen, machen wir einfach mal Munition erfüllen. Ja, komm, was soll der Geiz? Geldregen habe ich freigeschalten. Ja, das kenne ich natürlich auch aus dem Privaten. Schön wär's. So. Einzigartiges. Was ist denn einzigartig? Das habe ich tatsächlich schon. Die beste Sniper und das beste sonstige Gewehr habe ich schon anscheinend. Das ist natürlich auch nicht verkehrt. Hm. Das ist noch gesperrt. Also tatsächlich nur dadurch, dass der Lawrence mir die gegeben hat, habe ich die schon automatisch freigeschalten. Ansonsten hätten wir hier noch ordentlich dafür arbeiten müssen. Und die hier gefällt mir ziemlich gut, die Waffe. Und hier kann man aber keinen Aufsatz drauf schnallen. Das ist natürlich schade. Die hier ist auch ziemlich schick. Ich mag die vom Design her. Was haben wir hier denn sonst noch so? Flammenwerfer klingt auch nicht verkehrt.
Nee, die Pistole ist cool. Hat sogar einen Aufsatz, so ein Zielvisier. Leuchtpistole. Wozu hat man die eigentlich gebraucht? Ich weiß es nicht. Ja, ansonsten. Gut, machen wir erstmal weiter. So. Und dann machen wir jetzt natürlich weiter. Auf zum Glockenturm, Funkturm, was auch immer. Ach, da oben ist der. Na, da ist ja noch ein weiter Weg vor uns. Ach, hier unten lang. Gut. Über die Brücke. Oh je, ich glaube, hier haben wir auch schon einige schlechte Erlebnisse gehabt. Und irgendwas hat mich gerade erblickt. Aber so flott, wie ich hier unterwegs bin. Wow! Was zur... Was ist das denn für eine Scheiße? Ich hatte gerade die Fahrhilfe an und die Fahrhilfe fährt einfach mal Leute um. Das ist... Also sowas darf echt nicht sein. Ich meine, das ist doch total dumm. Naja. Also an manchen Stellen finde ich das Spiel echt gar nicht rund. So, tut mir auch leid um diese Tierchen. Wo auch immer sie vor allen Dingen sind jetzt. Hä? Welche Taste muss ich drücken? Ich habe keine Ahnung. Schnell weg hier. Toll, da wollte ich mir die Füchse krallen und dann sind die bis sonst wo. Ach, hier ist einer. Hallo. So, und der andere hat sich wahrscheinlich komplett verabschiedet. Da kommt noch einer. Aber bevor ich den auch noch töten muss, mache ich mich hier aus dem Staub. Au. Hallo. Ich wollte dich verschonen, ja? So. Weiter geht's. Ach, das regt mich echt ein bisschen auf mit dieser Fahrhilfe, dass das gerade einen Verbündeten umgefahren hat. Weil ich meine, ich krieg sowieso schon immer zu wenig Karma ab, weil ich so viel Pech habe. Und dann noch solche Aktionen, ja, wo man sich auf die Fahrhilfe verlässt und dann wird da einfach mal einen Verbündeter um den Haufen gekracht. Das nervt. So. Wir waren schon laut genug, würde ich sagen. Jetzt geht's mal ein bisschen Stealth weiter.